Leute, ich habe gerade richtiges Déjà-vu. Ich gehe gerade wieder zu meiner Oma. Die Tüten hier abgeben. Meine Mutter ging es heute auch nicht gut. Und mein Opa kommt ja morgen wieder. Aber ja, ich war heute Morgen den ganzen Tag mit Einkäufen beschäftigt. War zuerst in der Apotheke, habe Aspirin Complex gekauft für meine Mutter. Und sie hat das im kalten Wasser ja aufgelöst, weil da stand einfach nur im Glaswasser aufrühren und dann oh cringe. Und ich habe halt dann nochmal nachgelesen, dass es mit heißem Wasser halt gemacht werden soll. Und ihr wurde halt danach schlecht. Keine Ahnung, ob es Zufall war oder nicht. Auf jeden Fall ja, bin ich dann nochmal zu Tengelmann gegangen, habe für mich und für uns und für Oma was gekauft. Auch noch so ein paar Sachen, die ich eigentlich noch nie gekauft habe, so Beirührsachen. Für Joghurt und Milch, keine Ahnung, probiert mir morgen aus. Und ich hatte richtig Bock auf Milchreis, habe ich auch gekauft. Das Geilste, es hat irgendwie so um 12 geklingelt. Und ich habe halt aufgemacht unten. Und ich habe halt die Tür bei uns hier aufgemacht. Und meine Schwester checkt halt nie, dass sie auf ist. Beziehungsweise denkt gar nicht dran, damit ich halt nicht nochmal aufstehen muss. Habe ich die gleich aufgemacht. Und dann klingelt es. Und ich habe mich so aufgeregt. Und dann bin ich zur Tür gerannt, richtig sauer. Hab sie aufgerissen, wollte schreien, ist es so schwer? Ich so, ist es, also hat er Russisch, Dachsler, Digga, und dann sehe ich so einfach Postbote. Das war so ein Schock, Digga. Gut, dass ich noch nicht angefangen, also ich stand halt in Unterhose da, weil meine Mutter mich immer nervt, dass ich meine Straßensachen ausziehen soll und ich lag halt im Bett. Und dann habe ich halt cringe. Und dann war ich halt mit Unterhose. Weil ich hatte noch dieses Schwert, diesen Hoodie an, aber da ging mir jetzt nicht komplett drüber. Ich konnte die Tür gerade noch so bedecken. Auf jeden Fall, Leute, will er halt nicht das unterschreiben lassen. Ich stehe da und Digga, die Tür hält halt mein, also ich, wisst ihr so, die ist halt so. Und ich unterschreibe hier mit rechts, das heißt, ich hätte komplett raus müssen. Und ich habe halt einfach mit links unterschrieben, irgendwie so hinter der Tür, war richtig cringe. Auf jeden Fall war ich gerade in der Bäckerei für Oma was kaufen. Und ich bin einfach ohne Maske reingegangen und es sah halt auch, glaube ich, echt komisch. Ich habe das irgendwie nach einer Minute erst gecheckt. Ich glaube, ich habe gedacht, dass ich, ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, dass es zum ersten Mal passiert. Ich glaube, ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass ich bedeckt bin, weil ich eine Sonnenbrille und eine Kapuze aufhabe. Aber jetzt bin ich voll gewappnet mit Sesamringen und Öko-Pisterbrot. Sie hörte bei der Apotheke war. Habe ich Medizin mitgenommen. Ich glaube, ich habe es seit 12 Jahren oder so nicht mehr getan. Ich dachte mir immer so, würde schon ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und als ich von der Bäckerei gekommen bin, dann auf dem Weg halt über die Straße zu gehen, halt, ja, der Weg halt zu meiner Oma, ne? Da stand so ein Auto, keine Ahnung, Rohrleitungsarbeiten oder irgendwas anderes, irgendwelche Bauarbeiter oder Arbeiter halt. Und dann, ich habe halt so über die Tasche geguckt und dann schaue ich nach oben. Und dann ist so ein Typ und er schaut mich an und macht so. Also das war jetzt nicht so, dass ich mir das wie bei den anderen gedacht habe. Oh, was will der oder so. Oder typisch Arbeiter, Bauarbeiter. Weiß nicht, was Arbeiter. Ja, halt so Bauarbeiter. Mit Bauarbeiter verbinde ich halt diese mit Helm und auf der Baustelle. Aber halt so. Ich bin gerade unsicher, ob man überhaupt Arbeiter sagen darf. Okay, der Arbeiter ist ein gewerblicher Arbeitnehmer, der seine Arbeitsaufgaben überwiegend mit körperlicher Lohnarbeit erledigt. Ja, okay, das war richtig. Ja, und der war halt und dachte ich mir so. Und es ist so, also es ist ja schön und gut, aber es muss ja auch dann noch mehr kommen. Bringt mir ja nichts, nur wenn mich jemand anschaut oder halt zuzwinkert. Ich habe jetzt auch seit, also heute und gestern, beziehungsweise eigentlich gestern, also ja, heute Nacht und gestern Nacht zwei Filme am Abend vor dem Schlafengehen geguckt, bis eins. Das erste, glaube ich, ist der erste, also vorgestern, glaube ich, bis zwei und gestern bis eins. Halt so, ja, Liebesfilme. Hab mir halt welche da bei den Tabs auf dem Handy aufgemacht und normalerweise habe ich es halt immer so auf dem Handy geguckt, halt ab und zu. Aber dann gestern habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ja, mach es auf dem Laptop und das war schon, ja. Ich glaube, das war auch so mit Grund, warum ich geweint habe an dem Tag, wo mich der David geblockt hat. Weil alles so aufeinander zu kommen irgendwie. Ja, ich glaube, heute mache ich es auch. Weil die letzten Tage war ich so vor dem Schlafengehen direkt nicht auf Instagram aktiv. Ich habe auf jeden Fall um 7 angefangen, ja, einen neuen Film zu gucken, was ich mir gestern noch notiert habe, nachdem ich den ersten angefangen habe zu gucken. Ja, es ist gerade kurz vor 10. Ich überlege mir halt einen neuen anzufangen und ich musste wieder so heulen, Leute.
Liebe muss so schön sein. Aber ja, nichts. So.